Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit deinem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Erstmal freue ich mich riesig, dass du heute hier bist und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann mach es jetzt, damit du keine Schnelligkeitsübungen, Passformen, Spielformen und so weiter mehr verpasst. Also bitte abonniere mich jetzt, damit du nichts mehr verpasst. Ja, heute habe ich mal wieder eine schöne Schnelligkeitsübung für euch, beziehungsweise ein Sprintparcours, wie ihr es hier sieht. Das sind immer Abstände von 10 bis 12 Metern. Insgesamt dann, wenn ihr es hier auf der rechten Seite seht, 4 Stück. Immer so mit Hütchentore, wo sie durchsprinten sollen. Achtet bitte auch darauf, dass sie wirklich bis durchsprinten und es danach abstoppen in der Zone. Der eine oder andere macht es halt nicht, der macht, stoppt schon früher. Aber es ist auch wichtig, dass man diesen Sprint auch dann 100% macht. Nacheinander, genau, diese kleinen Spurts, die wirst du auch immer wieder im Spiel finden. Immer Gas zu geben. Und am Ende auf der linken Seite, wie es jetzt hier sieht, kommt langsam anlaufen und dann am Ende nochmal einen Sprint über 15, 18 Meter. Die braucht man dann auch mal, bis du auf eine Endgeschwindigkeit kommst. Deswegen auch mal ein bisschen länger. Es muss nicht immer diese kurzen sein. Die Jungs müssen auch mal auf die Endgeschwindigkeit kommen. Ja, den Parcours kann man 2 bis 3 Mal hintereinander absolvieren. Dann macht ihr eine aktive Pause und dann wiederholt ihr diesen Durchgang. Ja, schön, dass du dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Dein Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger.